Wenn du unterbrochen wirst, ist es extrem frustrierend. Deswegen hier ein paar Tipps, wie du damit umgehen kannst. Wenn dich also jemand in einem Gespräch unterbricht, kannst du sowas antworten wie: Hey Frank, ich habe bemerkt, dass du mich recht schnell unterbrochen hast, weil du etwas sagen möchtest. Gib mir eine Sekunde, meinen Gedanken zu vervollständigen, sodass du am Ende sogar darauf antworten kannst. Mich würde es sehr interessieren, was du dazu denkst. Wenn das zum Beispiel nochmal passiert oder wann anders passiert, kannst du wie folgt antworten: Hey Lisa, ich habe bemerkt, dass unsere Gespräche sich gegenseitig manchmal überschneiden. Es ist mir wichtig, dass ich meine Gedanken vollständig ausformuliere. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Können wir daran arbeiten, dass wir das gemeinsam richtig hinbekommen? Ich würde mich sehr freuen. Wenn du beispielsweise in einem Gruppengespräch unterbrochen wirst, drehst du dich sofort zu einer Person um, die in der Nähe ist, die dir noch zuhört, und dann sagst du zu ihr: Was denkst du denn zu dem, was ich gerade gesagt habe? Und führst das Thema weiter. Damit stärkst du auch dein Argument, und es kann sein, dass die Leute, die dich unterbrochen haben, wieder nochmal neu einsteigen, weil sie merken, dass du auch nicht bei ihnen bist, weil sie sich ja auch von dir verabschiedet haben. Und notfalls kannst du auch folgenden Satz sagen: Ich habe etwas Wichtiges noch zu verkünden, oder ich habe etwas Wichtiges noch zu sagen. Könnt ihr mit euren Antworten kurz warten, bis ich alles formuliert habe? Wer muss das hören, schickt es gerne weiter und folgt mir für mehr Kommunikationstechniken.